Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Schnipsler, Glückwunsch zum Heimsieg gegen Wiesbaden. Es war ein sehr dominanter Auftritt gegen ein Top-Team der Liga. Erklär mal, was hat euch heute so stark gemacht? Boah, ich glaube, von der ersten bis zur letzten Minute ein absolut verdienter Sieg. Was die Mannschaft heute abgeliefert hat, war einzigartig. Ich glaube, heute war es eine Kombination wieder aus den Zuschauern, die uns wieder getragen haben, von der ersten Minute in den Zweikämpfen eklig gewesen. Gar keinen Zweifel aufkommen lassen, wer heute hier als Sieger vom Platz geht. Ich glaube, wir auch sehr früh dann verdient belohnt. Dann natürlich unglücklich, dass du mit eigentlich so dem einzigen Gegenzug dann halt einen Elfmeter bekommst und einen Ausgleich. Aber ich glaube, den haben wir sehr, sehr gut weggesteckt, haben weitergemacht, haben uns nicht beirren lassen. Und am Ende, dass dann die Tore gefallen sind, war natürlich absolut verdient, weil ich glaube, am Ende hätten wir auch noch höher gewinnen können bzw. müssen. Erstmal die Stimmung im Stadion, die hat uns das ganze Spiel über getragen. Dann haben wir auch ein super konzentriertes Spiel gemacht, haben unsere Leistung auf den Platz gebracht, die wir auf den Platz bringen wollten. Es ging auch super auf, gehen dann 1-0 in Führung und klar, dann leider einen Elfmeter bekommen, den ich verursacht habe. War leider auch ein Elfmeter, muss ich auch zugeben. Dennoch dann zweite Halbzeit genauso weitergemacht, Spiel im Griff gehabt. Und letztendlich haben wir uns dafür belohnt für eine geile Leistung. Du hast ja nicht nur den Elfmeter verursacht, sondern auch das 1-0 vorbereitet. Erklär mal die Situation. Ja, da dachte ich erst, es ist ein Elfmeter für uns. So wie er der Kutsche getroffen hat im 16er, dann springt der Ball zu mir. Dann habe ich Amo schon einlaufen gesehen, dachte ich, ich hau den vorne rum. Und der ist dann zum Glück so gekommen, wie ich ihn wollte. Und Amo macht den dann super rein. Natürlich geil. Wir haben genau gewusst, was wir spielen wollen. Unser Spiel durchgedrückt. Wir in Wiesbaden, wie du schon sagst, eine gute Mannschaft. Hatte aber von der ersten Minute an das Gefühl, wir waren gut im Spiel. Hatten gute Tormöglichkeiten. Und beim Elfmeter gegen uns, okay, das kann passieren, dass Wiesbaden dann auch mal eine Aktion hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass uns das gar nicht zurückgeworfen hat. Haben konstant unser Spiel, glaube ich, durchgezogen und dann verdient auch das Tor gemacht. Jetzt kann man meckern, dass man hinten raus noch ein, zwei mehr schießen muss. Ich glaube aber, für heute zählt erstmal der Sieg. Ja, ich glaube, wir waren von Anfang an da im Spiel, haben dagegen gehalten, haben gekämpft. Ja, ich glaube, wir hatten auch viel im Ball oder haben eigentlich noch gut nach vorne gespielt. Die hatten wenige Chancen. Deswegen, ja, am Ende einfach über den Kampf gekommen, gut zusammengespielt. Am Ende ja, die Chancen noch reingemacht und dann verdient gewonnen, würde ich sagen. Du hast dir dein erstes Tor nach der Rückkehr bewusst für dieses wichtige Spiel heute aufgehoben? Ja, schön wäre es, wenn man sich das so planen könnte. Nee, cool. Feiern konnte ich es nicht, weil ich direkt einen Krampf hatte danach. Aber klar, wichtiges Spiel heute, dass ich da mal treffe. War, glaube ich, auch an der Zeit. Die Jungs haben es schon öfter gesagt, dass es langsam mal Zeit wird und schön, dass es geklappt hat. Und die drei Punkte sind natürlich das Einzige, was dann am Ende des Tages zählt. Ich dachte im ersten Moment schon, jetzt schießt er, dann legst du nochmal rein auf Chris, glaube ich. Kriegst du nochmal wieder. War am Ende richtig so, oder? Ja, wenn der Ball drin ist, ne, war es am Ende richtig so. Weiß nicht, den Ball zu Chris spielt vielleicht einen Tick zu lang, sonst kann er selber direkt abschließen. Und der Rest ist dann nur noch Instinkt. Na klar, du läufst dann rein, siehst den Ball fliegen mit rechts. Damit kann ich maximal laufen eigentlich. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ist cool, schön, wie gesagt. Aber für mich die drei Punkte, das ist das Allerschönste heute, die Leute mit dem Sieg nach Hause zu schicken. Wie schwer war es heute, die Kontersituation von Wiesbaden gerade über den schnellen Hollerbach dann auch zu unterbinden? War auf jeden Fall nicht einfach. Wir mussten sehr fokussiert sein, das ganze Spiel über. Aber ich finde, das haben wir super hinbekommen, immer eine gute Kontersicherung gehabt. Und ja, letztendlich haben wir es dann auch im Verbund geregelt. Du bist reingekommen, 20 Minuten vor Schluss, hast nochmal richtig Schwung reingebracht. Erzähl mal, wie bist du heute in die Partie reingekommen? Ja, ist manchmal schwer reinzukommen in so ein hektisches Spiel. Heute ja, gelingt es mir, oder allen, die reingekommen sind, haben es gut gemacht. Haben dann nach vorne gekontert und haben das gut ausgespielt. Natürlich ein paar Chancen hätten wir noch einmal können, aber es war dann gut für uns alle. Du bist unglaublich viel gelaufen. Wie schwer sind die Beine jetzt? Jetzt sind sie gerade noch leicht, wenn man gewinnt. Hätten wir nicht gewonnen, wäre es nochmal anders. Klar, die Wade hat irgendwann zugemacht. Aber du läufst halt so lange weiter, bis du irgendwann hinfällst. Und deswegen war alles gut. Hab noch ein paar Chancen liegen lassen, aber es hat am Ende keine Rolle mehr gespielt, oder? Naja, wir leisten ja nicht außer Acht, wie eng das da oben ist und dass auch das Torverhältnis am Ende eine Rolle spielen kann. Das hat der Trainer auch gesagt im Kreis, dass das das Einzige ist, was er vielleicht kritisieren kann, dass wir da nicht noch früher den Deckel drauf gemacht haben. Aber heute zählt nur der Sieg, den haben wir geholt und heute sind wir einfach nur glücklich. Wie hast du die Stimmung erlebt heute, jetzt auch nach dem Abpfiff?
Ja, das ist außergewöhnlich hier. Ich glaube, das ist mindestens Bundesliga. Das ist einfach nur krass, was für eine Stimmung hier ist. Und ja, es ist auch einfach schön, den Fans da was zurückzugeben mit einem Sieg heute. Deswegen ist es echt perfekt heute. Ihr seid jetzt auf diesem zweiten Platz, wenn man Freiburg mal rausrechnet. Macht das irgendwas für die letzten drei Spiele? Ändert das irgendwas? Ja, ist jetzt eine schöne Momentaufnahme. Aber das bringt gar nichts, wenn du jetzt nicht die letzten drei Spiele auch gewinnst. Entscheidend ist, wie gesagt, wo du am letzten Spieltag stehst. Jetzt haben wir uns bis nach da oben gearbeitet und jetzt wollen wir uns natürlich auch diesen Platz nicht mehr nehmen lassen. Danke dir.